Wir schauen uns heute an, was ein Airdrop ist, warum Firmen das machen, welche Arten von Airdrop es gibt, worauf du dringend achten solltest, wenn du einen Airdrop mitmachst. Und zum Schluss gebe ich euch noch aktuelle Beispiele von Airdrops, die ihr aktuell mitnehmen könnt, auch aus jeder Art ein. Also fangen wir an mit der Definition bzw. was ein Airdrop ist. Ich habe letzte Zeit öfter welche gepostet, sowohl auf meinem YouTube-Channel als auch in meiner Telegram-Gruppe. Auch dort lade ich euch herzlich ein, wenn ihr dort noch nicht seid. Kommt gerne mit dazu und verpasst halt einfach keine Neuigkeiten zu aktuellen Projekten, wenn ich neue Airdrops für euch habe und so weiter. Und einige Leute von euch haben mich gefragt, was ist denn jetzt überhaupt ein Airdrop? Was soll ich da machen? Was ist das? Konnten damit noch nichts anfangen. Von daher jetzt dieses Video. Fangen wir damit an, was ein Airdrop ist. Ein Airdrop könnt ihr so verstehen wie eine Art Geschenk, die euch ein Unternehmen gibt. Und das ist gerade im Bereich Krypto, Blockchain oder generell in dem ganzen Web 3.0 sehr verbreitet. In der Regel sind Airdrops und in der Regel geben euch die Unternehmen dafür kostenlose Geschenke wie NFTs, Tokens oder Coins. Die sind halt wie gesagt immer kostenlos, also ihr müsst da kein Geld bezahlen. Welche Arten von Airdrop gibt es nun? Eine Methode ist, dass ihr euch einfach auf einer Seite registrieren müsst und dafür im Gegenzug euer Airdrop, euer Geschenk bekommt. Sprich, im Austausch sozusagen gegen eure E-Mail-Adresse. Eine weitere Möglichkeit, und das ist die gängigste Methode, ist, dass ihr eine Gegenleistung erbringen müsst. Das meistens in Form von Community-Aufbau. Das heißt aber nicht, dass ihr zwangsläufig Leute werben müsst, sondern meistens sind das Sachen wie folge uns auf Twitter, poste etwas, retweete etwas, subscribe auf YouTube, sei in einem Telegram-Channel mit dabei und solche Sachen. Meistens sind das, damit erhöhen sie einfach ihre Reichweite und haben so dann hoffentlich ein erfolgreicheres Projekt, wenn sie nun bald starten werden. Hier ist es aber auch unterschiedlich. Es kann sein, dass ihr eine Liste bekommt mit Sachen, die ihr machen sollt. Und manche Firmen erwarten, dass ihr alle von diesen Sachen macht, um euren Airdrop zu sichern. Und bei manchen Firmen ist das mehr wie eine Verlosung. Das heißt, es gibt eine Liste mit Sachen, die ihr machen könnt. Und umso mehr Sachen ihr davon macht, umso mehr Losscheine bekommt ihr sozusagen und umso höher ist eure Chance dann zu gewinnen. Eine weitere Möglichkeit, obwohl die etwas seltener ist, ist, dass ihr zum Beispiel einen Token halten müsst und dann im Gegenzug einen anderen Token als Reward bekommt. Das ist eine Methode, die Launchpads mit unternehmen. Und warum machen die Firmen das? Warum geben die Firmen euch kostenlose NFTs, kostenlose Tokens, kostenlose Coins mit? Ganz einfach, es ist eine Marketingstrategie. Das heißt, sie bezahlen euch im Endeffekt für eure Daten, für eure E-Mail-Adresse, für den Zugang, dass ihr in deren Telegram-Gruppe seid und sie euch dementsprechend kontaktieren können und natürlich von dem Community-Aufbau. Oft ist es auch so, dass ihr noch einen Affiliate-Link bekommt für den jeweiligen Airdrop. Wenn sich Leute bei dem Airdrop mit partizipieren, dann bekommt ihr auch nochmal zusätzlich Rewards für den Community-Aufbau sozusagen. Aber das ist meistens nur optional. Und worauf sollt ihr nun achten, wenn ihr bei einem Airdrop mitmacht? Wie gerade schon gesagt, die Firmen bezahlen euch im Endeffekt für eure Daten oder dass ihr die Reichweite, die Community mit aufbaut. Und deswegen eine Empfehlung von mir, legt euch dafür eine separate E-Mail-Adresse an, definitiv, und eventuell sogar extra Social-Media-Kanäle. Einfach, damit euch die Firma manchmal auf die Nerven gehen kann. Es gibt Firmen, die sind da auch sehr, sehr, sehr human und schreiben da nicht viel. Natürlich, ihr könnt auch jederzeit unsubscriben, aus der Gruppe austreten und so weiter. Aber es kann schon teilweise ein bisschen lästig sein, je nachdem, was man für einen Airdrop mitmacht. Und daher meine Empfehlung, legt euch eine separate E-Mail-Adresse dafür an und eventuell sogar eigene Social-Media-Kanäle. Das Wichtigste aber ist, und das möchte ich euch wirklich bitten, jeder Einzelne, legt euch eine extra Wallet an für Airdrops. Macht das nicht mit einer Wallet, wo ihr euer normales Geld drauf habt, was ihr haltet oder mit dem ihr Sachen bezahlt und Kryptos transferiert. Macht das bitte nicht. Nehmt eine extra Wallet dafür. Und das hat einfach etwas mit der Sicherheit eurer eigenen Token zu tun. Dazu mache ich auch nochmal ein extra Video dazu, weil das für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema auch ist, damit ihr hier nicht auf irgendwelche Scammer reinfallt. Und wenn ihr dieses Video dann natürlich nicht verpassen wollt, dann lasst mir jetzt ein Like da und subscribe zu meinem Channel. Und natürlich lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr solche Themen grundsätzlich interessant findet, auch generelle Krypto-Themen, Definitionen, wie man die Blockchain vernünftig liest
Und natürlich auch, wenn ich euch über neue Airdrops informieren soll hier, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Und eine Sache, die ich jetzt hier an der Stelle schon vorwegnehmen möchte, und das sage ich in sehr, sehr vielen Videos, bitte teilt niemals, nie, niemals eure Private Key von eurem Wallet. Wenn ihr in diesen Airdrop-Telegram-Gruppen seid, gibt es immer Leute, die jeden anschreiben, der gerade neu beitritt und sich ausgibt wie ein Support, wie einer der Admins, und meistens gar nichts mit dem Projekt zu tun haben. Das sind einfach nur Scammer. Und sie werden euch kontaktieren und fragen, ob ihr Hilfe braucht, ob alles geklappt hat. Und sie fragen euch dann auch nach eurer Wallet-Adresse, nach eurem Private Key teilweise, um euch zu helfen. Nie, niemals, bitte, nie, niemals teilt euren Private Key. Und bitte, nehmt definitiv auch eine extra Wallet für Airdrops. Es gibt Airdrops, wo ihr euch mit eurer MetaMask irgendwo verbinden müsst, einloggen müsst, die euch dann die Token zusenden auf eure MetaMask, weil sie noch nicht gelistet sind, über die MetaMask, und ihr einfach die Seite mit der MetaMask verknüpfen müsst. Und deswegen, weil es auch hier zu Scam kommen kann und ihr im schlimmsten Fall alle eure Tokens, die ihr auf der MetaMask habt, verlieren könnt, ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr eine eigene Wallet-Adresse nur für Airdrops macht. Von mir aus nehmt ihr auch jedes Mal eine eigene Wallet-Adresse für jeden einzelnen Airdrop, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt in der MetaMask so viele Unterkonten machen, wie ihr wollt. Bitte, bitte macht das. Ich mache dazu definitiv nochmal ein extra Video, wo ich genau auf so Airdrop-Scams eingehe. Aber hier das auf jeden Fall schon einmal vorab. Es ist so, so wichtig. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Airdrops, die ihr mitnehmen könnt, die auch aktuell sind. Je nachdem natürlich, wann ihr das Video seht, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo das Video hochgeladen ist. Und ihr findet alle Links zu den Airdrops unten in der Beschreibung. Jetzt schauen wir uns das an. Der erste Airdrop, den ich euch zeigen möchte, ist der Ovaline. Und dort gibt es ein NFT-Land gratis. Dazu habe ich auch schon ein separates Video gemacht. Auch das verlinke ich euch unten in die Beschreibung für jeden, den es noch weiter interessiert. Alles, was ihr hierfür tun müsst, ist im Endeffekt eure E-Mail-Adresse einzutragen. Und die dann natürlich auch zu bestätigen. Und schon habt ihr ein eigenes NFT-Land, was in ca. 30 Tagen dann sozusagen frei wird, wo auch immer dieses NFT-Land dann konkret ist. Und es soll, habe ich zumindest als Gerücht gehört, um die $300 wert sein. Ihr könnt das nachher traden, zusammenschließen, verkaufen und so weiter. Und Ovaline ist größer als die Decentraland und Sandbox zusammen, wenn ihr euch das anschaut. Aber ansonsten möchte ich hier an der Stelle gar nicht weiter drauf eingehen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Das Video, wie gesagt, ist unten in der Beschreibung. Und hier gibt es auch einen Affiliate-Link, so wie meinen unten in der Beschreibung. Für jeden, den ihr bringt, kriegt ihr dann nochmal ein NFT-Land gratis dazu. Den nächsten Airdrop, den ich euch zeigen möchte, ist kein NFT, sondern ein Token. Und zwar der Metz-Token. Und das ist ein Move-to-Earn oder Move-to-Grow-Spiel, was bald dann gelauncht wird. Und da habt ihr hier oben einen Airdrop-Reiter. Dort könnt ihr gerne mitmachen. Hier gibt es dann ein paar Aufgaben, die ihr erledigen müsst, wie zum Beispiel der Telegram-Gruppe beizutreten. Und dafür bekommt ihr dann einen Rubbellos, den ihr aufrubbelt und bekommt dann eure Token geschenkt. Und dort im Backend findet ihr auch noch einen extra Promo-Code-Reiter. Dort könnt ihr meinen Namen eingeben. Ich schreibe euch das nochmal unten in die Beschreibung. Dann bekommt ihr nochmal ein zusätzliches Rubbellos. Ja, habt sozusagen mehr Token. Und auch hier, wenn ihr einen Affiliate-Link wollt, könnt ihr den auch verteilen und bekommt hier auch nochmal zusätzliche Token. Dieses Projekt finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Ich habe auch einen Private Sale mitgemacht und dort mehrere tausend Euro investiert und auch dementsprechend Whitelist-Plätze für die NFTs, wenn das Spiel dann raus ist, bekommen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Da kommt auch nochmal ein separates Video zu. Dann gab es vor kurzem ein größeres Gewinnspiel, ein Airdrop-Gewinnspiel. Wer das Projekt noch nicht kennt, es ist ein Investmentprojekt, wo ihr an einem Fonds beteiligt werdet und ungefähr 8-10% im Monat bekommt. Das Gewinnspiel ist schon vorbei, aber ich war eine der Glücklichen und habe ein $100 NFT gewonnen, was sozusagen 8-10% jeden Monat an Rendite erwirtschaftet. Und dieses möchte ich an euch weitergeben. Auch da kommt nochmal ein separates Video dazu, was ich mir da konkret ausdenke. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Auf jeden Fall, wenn ihr das Projekt noch nicht kennt, schaut es euch an. Auch hier verlinke ich euch das Video von meiner Vorstellung nochmal unten in der Beschreibung und auch hier oben in die Ecke. Wenn euch das interessiert, registriert euch gerne schon mal. Testet es selber aus. Ihr könnt ab $100 starten und vergesst nicht,
zu subscriben und dann erzähle ich euch in einem meiner nächsten Videos, wie ihr mein 100 Dollar NFT dann gewinnen könnt. Dann gibt es noch die vierte Art sozusagen, die weniger verbreitet ist als Airdrop. Und da hatte ich euch ja gesagt, das ist oft, wenn ihr ein Token haltet, bekommt ihr einen anderen Token als Goodie dazu. Das ist zum Beispiel bei CDFi der Fall. CDFi ist ein Launchpad, was NFTs jetzt dazu bekommen hat, aber ansonsten eigentlich auf IGOs spezialisiert ist. Und hier ist das so, wenn ihr staked oder farmt, den S-Fund, also den eigenen Token von denen, habt ihr Zugang zu den Initial Game Offerings und könnt dort günstig dann Coins oder Tokens erwerben, bevor ein Spiel live geht oder gelauncht wird. Und hier haben sie jetzt neu and get free Tokens von Incubated Projects. Also wenn hier irgendein Game wieder gelauncht wird, dann bekommt ihr hiervon dann sozusagen auch nochmal zusätzlich Tokens, freie Tokens, ein Airdrop sozusagen, wenn ihr hier gestaked oder den S-Fund gefarmt habt. So viel nun dazu. Ihr wisst nun alles im Endeffekt über Airdrops. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, mir gerne auch einen Kommentar dazulassen, wenn ihr öfter auch so eine Basic-Videos haben wollt. Und wenn ihr auch wollt, dass ich euch über gute Airdrops, die ich so finde, einfach informieren soll, dann würde ich mich einfach über einen Kommentar und natürlich über ein Subscription sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.